Oh mein Gott! Können wir machen, ja. 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 Was? Echt jetzt? Ja, schau! Nein! Wir sind fast schwanger. Und für was hast du entschieden? Wassergeburt oder Ball? Hm, vielleicht auch ganz klassisch auf dem Meierhocker. Gratuliere Ihnen ganz herzlich. Merci vielmals. Es sieht alles gut aus. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Wir haben jedes Jahr 900 Babys, die bei uns auf die Welt kommen. Wow! Und wenn etwas ist, sind wir auch rund um die Uhr erreichbar. Also, wenn Sie eine Frage haben, können Sie immer anrufen. Hier hätten wir die Gebärbadwanne, Meierhocker, den Ball, das Seil, das Gebärbett. Alles, was Sie brauchen für die Geburt. Für uns ist es wichtig, dass wir Sie bereits in der Schwangerschaft umfassend betreuen können. Wir haben verschiedene Angebote im Haus, zum Beispiel Akupunktursprechstunde, Hebammensprechstunde oder auch ein vorgeburtliches Gespräch mit einer Hebamme, das Sie machen können. Übrigens, unsere Familienabteilung wird Ihnen gefallen. Da können Sie die ersten Tage sogar zu dritten verbringen. Ach, schön. Also für uns ist der Fall klar. Ich wünsche mir eine Wassergeburt. Ganz wichtig für eine enge Vater-Kind-Beziehung ist Känguru-Tragetechnik. Kennst du die? Ja, Logo. Ist ja voll easy und mega bequem. Jetzt hat es sich gerade noch mal gedrillt. Und das Köpfchen ist da unten schon. Wollen Sie wissen, ob es ein Mädchen oder ein Bub ist? Nein, nein. Wir wollen uns überraschen lassen. Ich habe es im Fall noch niemandem gezeigt. So wird er heißen. Yeah. Und wie geht es denn eigentlich deiner Frau? Sie haben einen Geburtsvorbereitungskurs. Du Schatz, es ist alles safe. Jetzt können wir loslegen. Gut. Willst du auch Sushi? Was? Ja, sicher. Rohe Fisch in der Schwangerschaft. Da kann ich ja ganz so gut Toxoplasmosenparasiten essen. Also wirklich. Sorry, ich bin voll durch. Das sind, glaube ich, Hormone. Ich weiss wirklich nicht, wie ich die nächsten zwei Wochen soll überstehen soll. Oh! Jetzt geht's los. Der kleine Paul. Die Lara Amelie. Ist sie nicht mega herzig?